Hi und willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zurück. Wie ihr meinen Titel gesehen habt, gibt es heute ein Aufgebraucht Oktober und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, ich war jetzt eben duschen und Haare lasse ich immer Luft trocknen. Genau. Ich habe eine Riesentüte hier stehen. Ich habe schon Papier und Plastik, dass ich das schon mal sortieren kann. Ja. Genau, ich fange an, was hier hinter mir steht. Und zwar, ich habe hier viermal diese Persil Power Bars. Also wie ihr sehen könnt, vier Packungen. Die habe ich jetzt aufgefüllt und nicht leer gemacht. Ich habe so einen Spender, so ein großes. Und ja, die habe ich schon aufgefüllt. Sehen aber so aus. Ja, gibt es momentan zum gratis Testen, soweit ich weiß. Kann man testen. Und ja, also ich hatte dann im Angebot mehrere gekauft. Und ja. Vom Duft her finde ich ganz toll. Das ist ein Vollwaschmittel. Genau, 97% weniger Plastik, wie hier drauf steht. 100% Persil Waschkraft. Einfach zu verwenden, tiefenrein, löslich schon ab 20 Grad. Genau, finde ich toll und ja, kann ich schon mal weiterempfehlen. Was neuerdings dazugekommen ist, Food. Dass es so tolle Sachen gibt, vegetarisch, vegan, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Deswegen ist die Kiste hier gemischt, aber ja, ich fange an, ich nehme oben herab und ich fange dann mit dieser Pizza-Klassik Ziegenkäse, mit Ziegenkäse, Mozzarella, Spinat und Zwiebeln. Ja, also die finde ich echt gut und wenn es mal schnell gehen muss, ja, richtig lecker und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, ich schmeiße jetzt genau alles da rein. Ich erschrecke, wenn es ein bisschen lauter wird. Aber so können wir dann schon direkt Papier und Plastik trennen. Dann habe ich hier so einen riesen Pack Toilettenpapier aufgebraucht. Ja, brauche ich eigentlich immer ab. Und ja, ich finde es in Ordnung. Und ja, recyceltes Papier. Also ich finde jetzt nichts Spannendes, dreilagig, muss nichts Teures sein. Ich nehme mal das günstigste mit. Dann habe ich einmal von Ding mit Altwegtücher Feucht Aloe Vera Duft. Das war eine Limited Edition oder ist eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob sie aktuell noch gibt, aber ich finde die echt gut. Auch vom Duft her richtig, richtig gut. Dann, was hier auch leer geworden ist, ist Persil Vollwaschmittel. Also einmal das hier und 25 mal zum Waschen. Ja. Finde ich gut, das ist ein Pulver, ich finde den Duft richtig gut. Ja, riecht richtig, richtig gut und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich einmal vom Profissimo Staubwedelbezüge leer gemacht, 10 Stück waren da drin. Ja, die fand ich jetzt in Ordnung. Vom Action, da will ich nicht drüber reden, also die kann man kaufen. Aber ich finde die nicht so gut wie die hier, aber ich finde die von Swiffer besser, muss ich sagen. Ja, aber ich habe die mal ausgetestet und ja, man kann da nichts zu sagen. Also ich finde es wirklich gut. Für einen kleinen Geldbeutel ist es wirklich okay. Und ich nehme mal die Tüte jetzt mal hier oben hin, weil sonst muss ich mich alles bücken, das ist ätzend. Dann habe ich hier einmal Backpapierzuschnitte leer gemacht, von Profissim, auch vom DM. Ja, waren gut, die waren schon zugeschnitten, fand ich gut, 30 Stück drin. Würde ich wieder kaufen. Dann gab es gratis zum Testen Swill Fixierer. Da habe ich einmal mich für die hier entschieden, 35 Liter. Das waren schwarze, die fand ich echt gut. Dann einmal leer gemacht mit Pflegedusche, Cremesoft von Nivea. Ja, Duft fand ich echt mega. Ja, echt gut. Ich bin ja momentan am Aufbrauchen, wie ihr wisst. Und ja, so viel Backups. Genau. Habe ich einmal leer gemacht von Alouette, das ist von Rossmann. Toilettentücher mit grünem Tee und Jasminduft, ja, fand ich wirklich gut. Dann habe ich hier noch einmal Kosmetiktücher, da kommen jetzt noch mehrere. Ja, fand ich gut, das sind die von Rossmann. Dann einmal von Mifolis, dann habe ich einmal Pflasterstripes leer gemacht, wasserabweisend, ja, fand ich gut. Gab es verschiedene Größen, ja, werde ich auch nachkaufen, für das kleine Geld auf jeden Fall. Dann einmal leer gemacht, Farbschmutzfangtücher von Dumoll, auch vom Rossmann. Ja, fand ich echt gut. Ich schmeiße zu jeder Wäsche mindestens ein Tuch rein und da ist immer irgendwas dran. Immer. Ja,
Dann kam einmal nochmal leer gemacht, einmal so ein Kosmetiktücher, die sind jetzt von DM. Dann einmal leer gemacht von Carefree, das sind die Cotton Feel Flexiform. Ja, das waren die jetzt mit dem frischen Duft. Ich bräuchte jetzt keinen Duft, aber die waren gut und würde ich mit natürlich nachkaufen, aber ohne Duft, weil die mit Duft sind, braucht man einfach nicht. Ja. Dann einmal, leider habe ich die weggeschmissen, da ich die nicht gebraucht habe, weil die schon abgelaufen sind, aber das wollte ich euch mal zeigen. Das sind die Anginetten Stimme von Pfefferminz. Die waren okay, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich würde die nicht nochmal nachkaufen. Also da, wenn ihr wirklich euch helfen wollt beim Hals, Zitrone und heißes Wasser, und dann bringt das genauso viel wie die hier. Dann habe ich einmal Küchenrolle mehr gemacht, auch provisorisch von Ceva. Die war im Angebot, deswegen habe ich einmal die Marke mitgenommen. Dann habe ich nochmal als Wegtücher feucht mit Wassermelone. Ich weiß nicht, ob sie aktuell noch gibt. Das war eine Sommer-LE. War echt gut. Leer gemacht von Denk mit Wäscheduft mit Cotton Dream. Ja, fand ich echt, echt gut und würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann, was ich nicht mehr nachkaufen werde, ich habe nur so viele Backups davon, aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist mir ausgelaufen. Das ist von Balea, das Trockenshampoo mit Granatapfelduft, war echt gut, aber nee, das war zu schnell leer, fand ich jetzt. Schade, aber so ist es. Dann einfach ein Denk mit Waschspüler leer gemacht, für mich frischer, mit ätherischen Ölen für 40 Verschladungen. Die blaue Version, wie ihr wisst, ich liebe die und ja, wird immer nachgekauft. Für 95 Cent kann man echt nicht schmeckern. Und es ist noch vegan. Dann einmal leer gemacht von Zürich oder Zurich Zitronensäure. Damit tue ich hier meine Rohre frei machen. Genau, einmal das hier. Und ein bisschen Natron und dann sprudelt das so und das wird richtig freies Rohr. Dann einmal hier von Multi, ich glaube, das ist von Action gewesen, das sind so Schwämme gewesen, ja, die waren okay, ja, kann man nichts dazu sagen. Was ich immer zum Rohr, also zum Abflussreinigen nehme, ist immer das hier, das ist Soda, ja, das sprudelt richtig gut, ihr könnt aber auch Natron nehmen und mit Zitronensäure ist echt ein Wunder. Bis dahin. So, dann habe ich hier nochmal Kosmetiktücher leer gemacht, auch vom Rossmann. Dann habe ich hier mich mal versucht mit einem neuen Rasierer, aber es war für mich nichts. Ich bin ein Fan von Männerrasierer, da die viel mehr bringen als die Frauenrasierer. Da habe ich einmal von Balea 5 Clean Rasierer, Elegance. Ja, war aber das hier, also. Ja, für ein kleines Geld, aber das kann ich euch nicht nochmal. Nee, das war nichts. Also wenn ihr einen Rasierer braucht, kaufe ich auf jeden Fall den von Wilkinson, von den Männern. Der bringt viel, viel mehr. Dann habe ich einmal umgetauscht und leer gemacht an diesem Massage- und Peeling-Schwamm. Ja, finde ich gut. Und zum Peeling, das ist wirklich eine Alternative. Dann habe ich hier zweimal so Katzenspielzeug. Ja, das wollte ich nur mal zeigen, das ist ein Action gewesen. Dann habe ich hier einmal das von ein Parfum gekauft gehabt, das S. Oliver Woman, steht einmal im Bad, das ist das hier, riecht richtig gut und für kleines Geld, top, kann ich echt empfehlen. Dann habe ich hier nochmal Toilettentücher Kamel, das ist von Rewe. Ja, ist in Ordnung, wenn ich kein Farb kaufe, ich die nach, aber ansonsten vermeide ich es. Dann habe ich hier von Somat Maschinenreiniger, die gab es damals zum gratis Testen. Ja, fand ich gut und würde ich mir auch nachkaufen. Dann einmal provisorisch hier WC Frischblau Kraftaktiv, finde ich richtig gut mit Chlor. Das ist dieser Blauspüler und ja, kann ich nicht schmecken. Dann einmal hier eine Verpackung von der Fummelrolle, die kaufe ich ständig auf. Dank meinem Krater.
Dann habe ich hier nochmal Kraft Aktiv von WC Frisch MDC Citrus Variante. Ich finde die andere mit dem Blauspüler besser. Ja. Dann einmal gekauft gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob die vom Rossmann oder vom DM ist. Naja. Meerjungfrauen Badesprudel. Gab es damals in Aktion und ja, richtig süß, auch von Packaging her. Ja, kann ich euch empfehlen. Duft mega. Dann einmal leer gemacht. Das sind diese WC-Wasserkastentabs. Ja, die habe ich damals auch beim Rewe gekauft. Ja, die waren in Ordnung, aber ich finde die anderen von DM und vom Rossmann, die Eigenmarken, besser. Das hat seinen Job gemacht, aber nichts Besonderes. Nochmal Kamel Frischtücher. Dann habe ich hier nochmal ein Trockenshampoo. Wie gesagt, das ging schnell, schnell leer. Schade, schade. Dann habe ich hier nochmal so ein Fusselrollending. Und hier habe ich einmal von Domol für die weiße Wäsche, da ich kein Waschmittel mehr hatte. Das hier genommen war okay, würde ich mir aber nicht nochmal nachkaufen für 1 Euro. Kann man auch ein Vollwaschmittel nehmen. Dann habe ich hier einmal ein Plate aufgebraucht. Das ist so ein Nachfüller gewesen mit Wassermelone. Richtig, richtig gut. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Diese kleine Verpackung habe ich weggeschmissen. Das habe ich behalten. Richtig, richtig gut. Habe ich hier noch einmal Food. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Die Vegetarier unter euch. Von Ena Bio gibt es Sojaschnitzel. Fein. Und das ist ein veganer Fleischersatz. Richtig lecker. Damit mache ich Bolognese und alle meine Bolognese, wenn ich damit was koche. Und richtig, richtig gut. Als nächstes habe ich einmal von Isana Aromatherapie. Oh, das ist schon ewig uralt. Ich weiß nicht, wie alt das jetzt ist. Mit Lavendel und Bergamotte. Ja, war in Ordnung. Das habe ich als Badezusatz genommen. Damit das als Duschgel zu stark war und zu intensiv, aber war wirklich gut. Gibt es aber so in Alter nicht mehr zu kaufen. Dann von The Body Shop einmal diese British Rose, habe ich leer gemacht als Duschgel. Ich bin echt froh, dass es leer ist. Ich liebe Rosenduft, aber das war echt extrem. Ja. Aber es war in Ordnung. Aber für das Geld, glaube ich, würde ich mir das nicht nochmal kaufen, weil es echt nicht leer ist. Dann habe ich hier einmal von Balea Deo leer gemacht, Blumen Kiss. Ich bin froh, dass es leer ist. Das habe ich als Raumduft genommen, beziehungsweise als Toilettenduft. War wirklich gut und ja, aber als Deo fand ich es nicht super, weil es mich nicht geschützt hat. Dann einmal von Palmolive, das ist auch eine Limited Edition gewesen, vom letzten Jahr, glaube ich. Ja, wie ihr sehen könnt, es war so eine milchige Konsistenz, richtig, richtig gut. Wenn es nochmal geben, wenn das nochmal geben sollte, kaufe ich mir das auf jeden Fall. Dann, wo ich enttäuscht bin, von Balea Shampoo Anti-Schuppen. Das habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekauft gehabt. Ich fand es gut, aber jetzt mittlerweile finde ich es nicht mehr gut. Das lässt meine Haare fettig wirken. Nee, ich habe anderes jetzt von Alverde und das würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ich habe aber leider noch mehr Backups davon. Ich glaube noch eins. Und dann ist es auch endlich leer. Also ich habe es jetzt auch zum Schluss als Handseife genommen, weil das echt nichts gebracht hat für meine Haare, komischerweise. Also ich fand es echt nicht gut. Nee, würde ich mich nicht nochmal kaufen. Nee, 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 nee. Danke. Dann, was ich wiederum gut fand, ist von Pantene Pro-V, Vita Glow. Das ist ein Volumen pur Shampoo. Fand ich echt gut. Der Preis hat es auch in sich. Ich glaube, 4-5 Euro kostet das Ding. Aber das war echt okay. Ohne Silikone und ja, würde ich mir nachkaufen. Mein absolutes Lieblingsdeo, darf auch nicht fehlen, das ist von Rexona, das Invisible, genau, Aqua, ja, gut, super, schützt mich, finde ich toll und da brauche ich dazu nichts zu sagen. Dann habe ich einmal eine Alternative von Nivea aufgebraucht, Antitranspirant, Miracle Garden, Jasmin und Bergamotte Duft fand ich echt gut, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Antibakteriell und 48 Stunden Schutz, das glaube ich jetzt nicht so, aber ja, war in Ordnung.
Da gibt es ja noch andere Sorten, da muss ich auch mal durchschnuppern, was mir noch so gefällt und was es für Düfte gibt. Dann habe ich hier auch ein Balea Shampoo pure Frische mit Apfelnote, vielleicht fettendes Haar, also das fand ich auch nicht gut. Nee, das hat meine Haare noch fettiger gemacht, als sie sonst sind und nee, kann ich nicht empfehlen. Also ich finde die Balea Shampoos, die haben echt nachgelassen. Schade, schade. Dann einmal von Isana, das Clear and Care für jeden Hauttypen. Das ist so ein Abschminkprodukt, so ein kleines Düschen gewesen für zum Reisen. Ja, fand ich in Ordnung. Ja, ich bin Fan von den großen und von den Balea. Von Isana war okay, aber ja, wenn was schnell gehen muss, ist das in Ordnung. Dann habe ich hier einmal diese Cleansing Pore Strips leer gemacht in verschiedenen Sorten. Von Motiven her fand ich gut. Ich habe es, glaube ich, beim Action. So sahen die jetzt aus. Es gab verschiedene von den Dingen. Da habe ich jetzt nur ein paar aufgehoben. So sahen die jetzt aus und verschiedene Motiven. Ja. Richtig gut. Dann habe ich ein paar Augenmasken leer gemacht. Sechsmal die vom Action, die fand ich echt gut. Ja, aber einmal die hier. Ja, sechs Stück, jede Menge. Und für meine Verhältnisse jetzt. Und ja, fand ich wirklich gut. Würde ich mir auch nachkaufen. Aber ich habe auch so viel Backup, zum Glück. Zwei Badezusätze leer gemacht. Einmal die von Isana Moment der Entspannung mit Bärenduft war okay. Und dann einmal von Isana Badesalzruhe. Also das fand ich echt gut. War im Abverkauf damals. Und habe ich zugeschlagen. Dann habe ich hier noch ein Peeling leer gemacht. Enzympeeling von Biotin. War in Ordnung, aber ich hatte danach so einen Ausschlag gehabt. Halleluja. Dann habe ich hier noch zwei Sponges gekauft und aufgefüllt, die alten weggetan und ja, die sind vom Action, die sind in Ordnung. Dann habe ich noch so ein, ja, ich sage jetzt nur das Produkt, das ist so eine Creme gewesen für die Haarentfernung. War jetzt in Ordnung, würde ich aber nicht nochmal nachkaufen. Das war nichts leider. Ja, dann habe ich hier noch drei Parfümproben aufgebraucht. Das ist einmal hier von Yves Saint Laurent. Das ist einmal das hier gewesen. Ein kleines fand ich okay vom Duft. Dann das von Boss, das fand ich echt gut. Das ist The Sense for Her. Das war echt gut und ja, kann ich euch empfehlen. Und dann habe ich noch leer gemacht von Aqua Alea Georgia. Das ist von 4711. Einmal das hier mit den Zitrusnote. Da in Ordnung. Und dann noch zu den zwei letzten Produkten, dann haben wir es geschafft. Das ist einmal Make-up. Da habe ich einmal das Sun Club Natural Glow leer gemacht. Das ist ein Bronzing Puder. Ja, also bin ich stolz auf mich, dass ich ein Puder leer gemacht habe. Und ja, ich auf jeden Fall nachkaufen. Finde ich richtig, richtig gut. Kann ich euch empfehlen. Und dann habe ich noch ein Camouflage leer gemacht von Essence. Ja, also das fand ich auch gut. Ich habe irgendwann einen Stöpsel leer, also rausgemacht, wie ihr sehen könnt. Ja, also das ist nichts mehr und fand ich gut. Will ich definitiv nachkaufen. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn du auf meinem Kanal bist, lasst doch gerne ein Abo da. Da würde ich mich mega, mega freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, die letzten Sonnenstrahlen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!